Das Jahr 1942 hat hinter sich schon in meinen Augen die schicksalshafteste Prüfung unseres Volkes. Es war dies der Winter 41 auf 42. Schlimmeres kann und wird nicht mehr kommen. Dass wir diesen Winter, diesen General Winter besiegt haben, dass endlich die deutschen Fronten standen und dass wir in diesem Frühjahr, das heißt in diesem Frühsommer wieder antreten konnten, das glaube ich ist der Beweis, dass die Vorsehung mit dem deutschen Volk zufrieden war. Es war eine sehr schwere und eine sehr harte Probe und Prüfung, das wissen Sie unterdessen ja alle. Und trotzdem haben wir diese schwerste Zeit nicht überstanden, sondern es fertiggebracht, in aller Ruhe die Angriffsdivisionen, die Mot- und Panzerverbände zu ordnen, neu aufzustellen bzw. zu formieren, die bestimmt waren, die weitere Offensive einzuleiten. Ich glaube, wir können, wenn wir zurückblicken, mit den hinter uns liegenden 3 Jahren doch zufrieden sein. Es war immer eine sehr nüchterne Zielsetzung. Oft sehr wagemutig, dort wo sie wagemutig sein musste, überlegt, dort wo sie überlegt sein konnte, bedächtig, dort wo wir Zeit hatten, vorsichtig, dort wo wir glaubten, unter allen Umständen sehr vorsichtig sein zu müssen. Aber wir sind auch sehr kühn gewesen, dort wo nur die Kühnheit allein uns hatte retten können. Für dieses Jahr haben wir uns ein sehr einfaches Programm zurechtgelegt. Erstens, unter allen Umständen zu halten, das was gehalten werden muss. Zweitens, unbedingt dort anzugreifen, wo der Angriff unter allen Umständen notwendig ist. Das Ziel ist dabei ein ganz klares: Vernichtung des rechten Arms dieser internationalen Verschwörung von Kapitalismus, Plutokratie und Bolschewismus. Es ist die größte Gefahr, die jemals über unserem deutschen Volk seit neuerer Zeit schwebte, gegen die wir nun uns seit über einem Jahr verteidigen, beziehungsweise gegen die wir antreten müssen. Und hier haben wir nun uns einige Ziele gesetzt. Und ich darf sie ganz kurz nur schlagwortmäßig erwähnen, um Ihnen zum Bewusstsein zu bringen und jeden Deutschen zum Bewusstsein zu bringen, was nun in diesen wenigen Monaten geleistet wurde. Das erste Ziel war die Sicherung unserer dominierenden Stellung im Schwarzen Meer durch die endgültige Bereinigung der Halbinsel Krim. Zwei Schlachten, die Schlacht um Kertsch und die Schlacht um Sewastopol, haben diesem Zweck gedient. Wenn unsere Gegner, das darf ich schon sagen, in diesen 3 Jahren nur einen einzigen solchen Erfolg erzielt hätten, so würden wir mit ihnen gar nicht mehr reden können, weil sie überhaupt nicht mehr auf der Erde, sondern nur in den Wolken schweben würden. Vor lauter Einbildung aufgebläht. Nachdem wir das in Ordnung brachten, schien es uns notwendig zu sein, eine Beule, die am Wollkopf entstanden war, zu beseitigen. Sie wurde abgeschnürt und der Gegner vernichtet bzw. gefangen genommen. Dann kam die nächste Aufgabe, Vorbereitung des Durchbruchs zum Don. Unterdessen hat dieser Gegner seinerseits eine große operative Zielsetzung gewählt, nämlich von Charkow auf durchzubrechen zum Ufer des Dnieper, um unsere ganze südliche Front damit zum Einsturz zu bringen. Sie werden sich vielleicht noch erinnern, mit welcher Begeisterung unsere Gegner diese Operationen verfolgten. Sie endeten in 3 Schlachten mit der völligen Vernichtung von mehr als 75 Divisionen unseres russischen Gegners. Daraufhin erfolgte nun unser Antritt zur eigenen großen Offensive. Das Ziel war, erstens, dem Gegner die letzten großen Weizengebiete wegzunehmen. Zweitens, ihm den letzten Rest der Kohle wegzunehmen, die verkokst werden kann. Drittens,
an seine Ölquellen ranzurücken, sie zu nehmen bzw. zumindest abzusperren. Der Angriff sollte dann fünftens aber nun weitergeführt werden zur Abschneidung seiner ganz letzten und größten Verkehrsader, nämlich der Wolga. Und hier wurde nun als Ziel gesetzt, jene Gegend, die zwischen dem Knie des Don und der Wolga selber liegt, und als Ort Stalingrad, nicht etwa weil der Ort den Namen von Stalin hat, das ist uns gänzlich gleichgültig, sondern ausschließlich, weil dies ein strategisch wichtiger Platz ist. Und weil wir uns darüber im Klaren waren, dass mit der Ausschaltung des Dnepr, des Don und der Wolga als Verkehrsstränge für Russland ungefähr das gleiche eintritt und noch Schlimmeres als für Deutschland eintreten würde, wenn wir den Rhein, die Elbe, die Oder und die Donau verlieren würden. Denn allein auf diesem Riesenstrom der Wolga werden in 6 Monaten etwa 30 Millionen Tonnen